Ein herzliches Willkommen bei unserem neuen Podcast in der Glücksschule. Mein Name ist Wolfram Wertnick und ich darf mit dir heute gemeinsam das Thema Glück richtig, richtig intensiv untersuchen. Wollen wir doch nicht alle glücklich sein? Überhaupt jetzt in diesen unsicheren Zeiten ist, denke ich mir mal, das Glücklichsein eine der wichtigsten Komponenten, dass wir einen positiven Fokus haben und dass wir diese doofe Zeit auch wirklich gut überstehen können. Noch wissen wir nicht, wie lange diese Zeit von geopolitischen Krisen, Gesundheitskrisen und so weiter andauert. Darum wäre es wichtig, damit du ein schönes und cooles Leben hast, dass du dich jetzt schon wirklich proaktiv dafür vorbereitest. Und ich denke mal, wenn du jetzt weißt, was wirklich Glück beinhaltet und warum Menschen nicht glücklich sind und was man tun sollte, damit man wirklich glücklich sein kann, dann tust du dir viel, viel leichter. Und aus diesem Grund möchte ich mit dir heute ganz exakt jede Kleinigkeit durchgehen, warum Menschen glücklich sind, warum Menschen nicht glücklich sind und welche Bedürfnisse wir Menschen haben, dass wir durch die Befriedigung dieser Bedürfnisse Glücksgefühl empfinden können. Grundsätzlich glauben wir Menschen ja oder haben wir es so gelernt, dass wir uns glücklich fühlen, wenn wir gewisse Ziele erreicht haben. Das heißt, wenn du dir als Ziel gesteckt hast, du möchtest irgendwie beruflich aufsteigen und du hast diesen Aufstieg geschafft, fühlst du dich glücklich. Oder wenn du die Liebe deines Lebens kennenlernst und in Wirklichkeit ja dein Testosteronspiegel oder dein Östrogenspiegel auf 180 steht, ja, und du so glücklich bist, ist das Erreichen eines Ziels, dass du die Beziehung, die Liebe deines Lebens gefunden hast. Oder Menschen fühlen sich glücklich, wenn sie von einer nicht so guten Situation, zum Beispiel sie waren krank, wieder gesund werden, in eine bessere Situation wiederkommen, dann fühlen sie sich auch glücklich. Aber wie die Wissenschaft schon besagt, ist dieses Glücksgefühl nicht lange andauernd, sondern es sind immer nur kürzere Momente. Im Schnitt ist es laut wissenschaftlichen Studien so, dass ein Mensch, wenn er irgendein extrem tolles Erlebnis hat, das im Lotto gewinnt oder irgendetwas anderes passiert, ja, und sich glücklich fühlt, dieses Glücksgefühl ungefähr 3 Monate andauert und dann kommt dieser Mensch wieder zurück zu seinem normalen Glücksthermostat, den er eingebaut hat, ja, und fühlt sich wieder gleich glücklich oder unglücklich wie vor dem Gewinn, vor der Zielerreichung. Dasselbe passiert auch bei negativen Sachen, bei schmerzvollen Momenten, dass diese im Schnitt auch nur ungefähr 3 Monate präsent sind. Wie gesagt, wissenschaftliche Studien, ich selbst war nicht dabei, ich habe diese Studie nicht durchgeführt, aber wir glauben einmal, was da postuliert wurde. Ja? Fakt ist aber, wir Menschen glauben immer, wir müssen gewisse Ziele erreichen, damit wir uns glücklich fühlen. Ein Grundproblem ist schon einmal, wenn du in die Industrieländer reingeboren wurdest, hast du ja niemals gelernt, dass du glücklich sein sollst. Du hast gelernt, dass du gut funktionieren sollst. Du hast gelernt, dass du einen guten Job brauchst, dass du eine gute Schule machen sollst, ja, dass du gute Noten hast, dass du etwas haben, etwas besitzen sollst und dass du dieser Kultur, ich sag's jetzt mal, diesen kulturellen Schleim, ja, in irgendeiner Art und Weise entsprechen sollst. Ja? Dass dort natürlich viele Menschen ein gewisses tiefliegendes Leistungsmotiv entwickelt haben. Entschuldigung, Leistungsmotiv bedeutet, dass du tief in deiner Struktur, in deiner Persönlichkeitsstruktur den Drang hast, irgendetwas tun zu müssen, damit du dich glücklich fühlst. Als Kind funktioniert das ja einigermaßen. Du bist brav und bekommst Lob, Anerkennung, vielleicht eine Belohnung. Aber wer lobt dich den ganzen Tag als Erwachsener? Wer gibt dir jeden Tag eine Belohnung, dass du fleißig arbeitest, dass du die Küche aufräumst oder dass du kochst oder putzt oder irgendetwas anderes machst? Passiert sehr, sehr selten. Das heißt, dieses Leistungsmotiv, was schon eine große Herausforderung ist bezüglich Glücksgefühl, das haben ganz, ganz viele Menschen in den Industrieländern. Das ist tief in der Persönlichkeitsstruktur und das bekommst du auch nicht weg, indem du positiv denkst, indem du anders denkst oder keine Ahnung, sondern wir müssten dort diese Struktur in deiner Persönlichkeitsschicht neutralisieren. Das geht. Aber mehr dazu bei einem anderen Podcast. Das heißt, Glück und glücklich zu sein, ist gar nicht so leicht, wie man es immer so beschreibt. Ich lese da immer wieder, man soll einfach Momente der Dankbarkeit erzeugen, was ja stimmt, ja. Man soll einfach, keine Ahnung, positiv denken, das Gute aus dem Schlechten rausholen und so weiter. Das ist gut, aber bei einem gewissen Zustand, wenn ein Mensch richtig traurig ist, funktioniert das nicht mehr. Das ist eine große Illusion. Ja. Aber
Wir können etwas tun. Definieren wir mal, was Glück wirklich bedeutet. Glück bedeutet, dass du in dir drinnen eine gewisse Ressource hast und ich nenne es jetzt einmal Glück. Innere Ressource bezeichne ich als Eigenschaft, die du verkörperst. Wenn du nämlich die innere Ressource des Glücks hast, dann werden schon Kleinigkeiten, die im Außen entstehen, dich von ganzem Herzen glücklich machen und erfreuen. Das heißt, zwei Definitionen oder drei Definitionen können wir jetzt beschreiben an dieser Stelle des Podcasts. Glücklich zu sein, indem irgendein Bedürfnis befriedigt wird. Glücklich zu sein, indem du irgendein Ziel erreicht hast. Glücklich zu sein, indem du in dir drinnen den Zustand, die Ressource des Glücks hast, damit alles, was du draußen wahrnimmst, dir wirklich entsprechend der selektiven Wahrnehmung das Gefühl von Glück gibt. Ich denke mal, wir sollten uns in diesem Podcast einmal mit der sinnvollen dritten Möglichkeit auseinandersetzen, weil immer wieder etwas erreichen zu müssen, tun zu müssen, ja, sein zu müssen, damit man glücklich ist, ist für keinen Menschen möglich und dementsprechend sind die wenigsten Menschen auch dauerhaft glücklich. Muss man mal ganz, ganz ehrlich sagen. Aber was kannst du tun, damit du dauerhaft glücklich bist? Da müssen wir uns einmal die verschiedenen Bedürfnisse zu Gemüte führen, ja, warum Menschen nicht glücklich sind. Die ersten Bedürfnisse sind die physiologischen Grundbedürfnisse, was jeder Mensch hat. In den Industrieländern wird das nicht wirklich so ein Problem sein, ja, weil wir haben ja genug zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast sicher ja, in irgendeiner Art und Weise ein relativ komfortables Leben bezüglich ja, deine physiologischen Bedürfnisse. Das heißt, du kannst in einen Supermarkt gehen und da sind genug Produkte, die du kaufen kannst, du hast sicher genug Geld, dass du dir zumindest ein Essen kaufen kannst, dass du überleben kannst. Das haben weltweit die wenigsten Menschen. Das muss uns auch einmal bewusst sein. Die wenigsten Menschen haben sauberes Wasser, genug zu essen, genug zu trinken und geschweige denn ein Dach über den Kopf. Das heißt, dadurch, dass wir in den Industrieländern Gott sei Dank relativ verwöhnt sind, ja, ist dieses physiologische Bedürfnis nicht wirklich so ein Problem, weil wir haben genug zu essen, genug zu trinken. Aber stell dir mal vor, wenn du, keine Ahnung, zwei Tage dich kümmern musst, dass du irgendwas auf den Tisch bekommst und dann bekommst du etwas Leckeres zu essen, dann fühlt sich dieser Mensch glücklich. Der zweite Bereich sind die Sicherheitsbedürfnisse, die wir Menschen haben. Und das ist jetzt schon ein bisschen intensiver, auch in unseren Gefilden, in den Industrieländern. Ja? Wir Menschen müssen uns sicher fühlen. Sicher fühlen im Bereich der Finanzen, Beziehungen, Gesundheit etc. Und wenn wir in irgendeiner Art und Weise uns nicht sicher fühlen, das heißt, du hast zu wenig Geld auf dem Konto und kannst gewisse Sachen dir nicht kaufen, die du gerne hättest, oder du hast Angst, dass du Rechnungen bezahlen sollst, aber nicht kannst, ja, wirst du dich nicht in diesem Moment glücklich fühlen. Aber wenn du dann dieses Geld auf dem Konto hast, fühlst du dich glücklich. Das zweite ist zum Beispiel im Bereich der Beziehungen. Wenn du im Endeffekt dich unsicher fühlst in deiner Beziehung, du bist eifersüchtig, kannst du nicht glücklich sein. Oder du fühlst dich in irgendeiner Art und Weise nicht wertgeschätzt in deinen Beziehungen, bist du nicht glücklich. Wenn du das aber bekommst, wirst du dich glücklich fühlen. Oder im Bereich der Gesundheit, ja, wenn du gesundheitliche Probleme hast oder auch nur Angst vor gesundheitlichen Problemen hast, wirst du nicht glücklich sein. Und dementsprechend, wenn du aber gesundest und das Ganze im Griff hast und du dich sicher fühlst, bist du glücklich. Aber wie schon beim Vorspann erklärt, ist es immer nur kurzfristiges Glück, das was immer nur sehr temporär auftritt und nicht dauerhaft ist. Aber Fakt ist, du hast in dir gelernt, was du brauchst, damit du dich sicher fühlst. Und wenn diese Sicherheit nicht da ist, dann ja, kannst du mental noch so viel über Glück philosophieren oder denken, du wirst dich nicht glücklich fühlen können. Dementsprechend Punkt 1, physiologische Bedürfnisse, Punkt 2, deine Sicherheitsbedürfnisse und als nächster Aspekt kommen dann deine emotionalen Bedürfnisse, deine emotionalen Grundbedürfnisse. Was meine ich damit? Wir Menschen brauchen das Gefühl von Leidenschaft, von Lebendigkeit. Wir Menschen brauchen das Gefühl von Bedeutung, dass wir in irgendeiner Art und Weise respektiert werden, anerkannt werden. Wir brauchen das Gefühl der Liebe, der Wertschätzung, der Geborgenheit, der Harmonie. Die sind tief liegende Bedürfnisse in dir, in deiner tiefsten Persönlichkeitsstruktur. Und du hast gelernt durch deine Erziehung, durch Mama, Papa und deine komplette Bezugsgruppe, was es braucht, damit du dich geliebt fühlst, bedeutend fühlst, lebendig fühlst.
Und da haben wir halt das Problem, dass viele Menschen da eher mehr in einer Bedürftigkeit drinnen sind und leider sich nicht bedeutend fühlen, sich nicht wertgeschätzt fühlen, sich nicht in irgendeiner Art und Weise anerkannt fühlen, sich nicht als etwas Besonderes fühlen, was du bist, so nebenbei. Sich nicht mit Themen der Lebendigkeit auseinandersetzen, was eine positive Lebendigkeit hervorruft. Du kannst dich negativ lebendig fühlen, indem du ganz viel Blödsinn machst. Alkohol, Drogen, Gewalt, Streiten und, Probleme. Du kannst dich aber auch positiv lebendig fühlen, indem du proaktiv Ziele dir steckst, die etwas von dir abverlangen. Dann fühlst du dich positiv lebendig. Aber diese emotionalen Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse, erfüllen sehr wenige Menschen positiv. Und da ist es auch wieder sehr weit hergeholt mit einem Glücksgefühl. Das heißt, wenn du dich nicht geliebt fühlst, nicht gewertschätzt fühlst, nicht bedeutend fühlst, dein Leben absolut fad und öde ist, kannst du nicht wirklich glücklich sein. Und darum gilt es, diese Grundbedürfnisse zu neutralisieren. Und falls du dich fragst, wie das Ganze funktioniert, das hat damit zu tun, dass du dir gewisse Eigenschaften antrainierst, dass du diese Bedürfnisbefriedigung gar nicht mehr brauchst und du dementsprechend, weil du zu dem Menschen geworden bist, dauerhaft dieses Glücksgefühl empfinden kannst. Aber mehr dazu in einer anderen Serie. Das Weitere, was wichtig ist, wenn wir das Thema Glück auseinandernehmen, warum Menschen nicht glücklich sind und auch wenn sie viel versuchen, warum sie nicht glücklich werden, weil du weißt ja, ich bin ja der Glücksexperte laut meinen liebsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja, die zu meinen Vorträgen, Events und so weiter kommen, freue ich mich voll. Danke, 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 dass du mir folgst. Danke, dass du diesen Podcast anhörst. Danke, dass du dieses Video anschaust. Ja, freut mich wirklich, weil für mich ist Glück wirklich das Wichtigste und es gibt nichts Geileres für mich, dass ich dich glücklich machen kann. Und dementsprechend freue ich mich, dass du da mit dabei bist. Und darum auch heute so eine längere, etwas umfangreiche Serie, weil es wird so viele, ach Gott, oberflächliche Lösungen angeboten zum Thema Glück, das hat leider nicht funktioniert. Das heißt, wenn du erfahren möchtest, wie das alles funktioniert, komm zu meiner Glückstour. Ich bin jede Woche unterwegs, irgendwo in Europa, dass ich Menschen bei meinen Vorträgen glücklicher mache oder komm zu meinen Podcasts, Videos und so weiter. Dann würde ich mich freuen. So, geht's weiter. Kulturelle Bedürfnisse. Jeder von uns, auch du, bist in einer gewissen Kultur aufgewachsen. Ja. Es ist die Kultur anders, wenn du in Deutschland, Österreich, Schweiz aufgewachsen bist. Auch da gibt es schon Differenzierungen. Also wenn du zum Beispiel von der Türkei bist oder von Indien bist oder von China bist oder Japan bist oder von der USA bist. Jeder hat eine eigene Kultur. Und in dieser Kultur gibt es gewisse Strukturen, die erwünscht sind und die nicht erwünscht sind. Und diese Kultur ist in deine Persönlichkeitsschichte auch übergegangen. Das heißt, es ist in deinem tiefliegenden Unterbewusstsein. Wenn ich über Persönlichkeitsstrukturen spreche, meine ich dein Unterbewusstsein. Ja, das, was du nicht mental steuern kannst. Und wenn dann gewisse Rahmenbedingungen in puncto Kultur nicht erfüllt werden, nehmen wir mal an, du bist von China und arbeitest jetzt in Deutschland. Und die Firma in dem Unternehmen oder das Unternehmen, wo du arbeitest, hat keine Ahnung von interkulturellen Maßnahmen, von interkulturellen Management, dann wirst du dich nicht verstanden fühlen, wirst du dich nicht geborgen fühlen, nicht gut aufgehoben fühlen und da wirst du auch nicht glücklich sein. Das heißt, die Kultur, die Erfüllung der Grundstruktur, die eine Kultur beinhaltet, diese zu befriedigen, ist wichtig, damit du dich glücklich fühlen kannst. Kann man alles so nebenbei neutralisieren, wegbekommen, dass du das Ganze nicht brauchst, was ich dir jetzt erkläre, dass du in dir die Eigenschaften hast, dass das Ganze gar nicht mehr notwendig ist. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ist ja jetzt schon das, was ich dir jetzt erklärt habe, schon ziemlich viel und dass du da richtig glücklich sein kannst. So nebenbei, es wird oft postuliert, dass du nur im Hier und Jetzt sein musst, dass du glücklich sein kannst. Das stimmt zu 100%, das unterschreibe ich. Ja? Wenn du im Hier und Jetzt bist, das bedeutet, du denkst nicht. Und das bedeutet, es findet kein Vergleich mit deinem Unterbewusstsein, mit deinen erlernten Strukturen und Glaubenssätzen statt, bist du hundertprozentig glücklich. Aber nur, wenn du natürlich in dir einen positiven Fokus erzeugt hast. Ja? Aber, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wie sollst du das schaffen, den ganzen Tag im Hier und Jetzt zu sein? Sobald deine Sinne etwas verarbeiten, ja, weil das funktioniert ja immer, du nimmst etwas wahr, das wird verarbeitet, wird in dir immer wieder durch die Affektlogik eine gewisse Emotion entstehen und dementsprechend ein Gefühl herauskommen. Und das ist nicht immer Glück.
Das heißt, du schaffst es nicht, dass du den ganzen Tag im Hier und Jetzt bist. Und jeder, was das erzählt, das ist eine große Illusion. Ich habe noch nie einen Menschen, und ich mache das mein Leben lang schon, kennengelernt, der aus dauerhaft im Hier und Jetzt ist. Geht gar nicht. Unmöglich. So, weiter geht's. Der nächste Bereich, den du für dich befriedigen musst, damit du wirklich glücklich bist, sind auch deine Erfolgsbedürfnisse. Wir haben ja schon ganz vorher in diesem Podcast uns beschäftigt mit Zielerreichung, Leistungsmotiv. In jedem Land gibt es kulturell und auch so, wie wir das Ganze als Kind mitbekommen haben, Erfolge und Misserfolge. Und dementsprechend misst du dein Glücksgefühl an deinen Erfolgsmomenten. Und wenn du relativ wenig Erfolgsmomente hast, die du in dir erlernt hast, in deinem Unterbewusstsein, was Erfolg bedeutet, kannst du nicht glücklich sein. Obwohl das ein kompletter Humbug ist, meiner Meinung nach. Wer definiert, was Erfolg ist? Ist ein Manager erfolgreich, weil er ein Unternehmen leitet und 20 Millionen Umsatz macht? Oder ist es mehr erfolgreich, dass eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater sein Kind großzieht und das Kind dann einen tollen Job hat und ein glücklicher Mensch ist? Das heißt, die Bewertung, was ist Erfolg, ist schon sehr schwer vorzunehmen. Aber Fakt ist, wenn du dich nicht erfolgreich fühlst, wirst du dich auch nicht glücklich fühlen können und das gelernt hast. Darum ist es auch so, dass in vielen Ländern, die nicht so industrialisiert sind wie wir, ja, das Glücksgefühl höher oben ist, weil gewisse Aspekte, was ich dir jetzt benannt habe, gar nicht so befriedigt werden müssen, weil es gar nicht in der Persönlichkeitsstruktur im Unterbewusstsein dieses Menschen vorhanden ist. Weiter geht's. Du hast auch Wachstumsbedürfnisse. Das heißt, du brauchst einen Sinn in deinem Leben. Du sehnst dich nach innerem Wachstum. Jeder Mensch sehnt sich nach innerem Wachstum. Und wenn diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wo sie nebenbei gar nicht entstehen könnte, wenn du die ersten vier emotionellen Grundbedürfnisse nicht positiv befriedigt hast, ja, weil erst dann entsteht das innere Wachstum, der Beitrag leisten und so weiter ganz, ganz intensiv, dann wirst du auch nicht glücklich sein, wenn du dem nicht nachgibst. Jeder Mensch muss wachsen. Jeder Mensch muss innerlich wachsen. Jeder Mensch muss in Wirklichkeit einen Sinn hinter seiner Tätigkeit, ein Motiv hinter seiner Tätigkeit erkennen. Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben haben, die werden oft tief, tief traurig. Und Gott, vor kurzem ist mir leider zu Ohren gekommen, dass ein Mensch einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Er hat Gott sei Dank überlebt, ja, wo das Grundlegende in dem Abschiedsbrief war, dass der Mensch keinen Sinn mehr in seinem Leben hatte. Glück hängt auch von deinem Sinn ab. Auch wiederum von dem, was du in dir drinnen bist. Welchen Sinn du gibst. Und wenn ich über Sinn spreche, meine ich nicht den mentalen Sinn. Ich sage jetzt irgendwie, das ist mein Sinn, sondern dass das in deinem Herzen von innen nach außen kommt. Das ist der wahrhaftige Sinn in deinem Leben. Weiters, ich habe mir das Ganze ein bisschen notiert, dass ich jetzt stringent eine Linie einhalte, weil sonst rede ich so viel, du kennst mich schon, ja. Beitragsbedürfnisse. Unser Gehirn braucht soziale Kontakte. Unser Gehirn braucht soziale Kontakte, positive soziale Kontakte. Und wenn du nur immer zu Hause sitzt, ohne irgendwie mit Menschen positive Kontakte zu haben, gemeinsam zu lachen, Lob auszusprechen, zu strahlen, positive Gespräche zu führen, wirst du auch nicht wirklich so glücklich sein. Und du weißt, wenn man glücklich ist und dieses Glück teilt, dann wird es tausendfach stärker. Das heißt, du brauchst positive soziale Kontakte. Und das Letzte sind Bewusstseinsbedürfnisse. Wer bist du als Mensch? Welches Selbstbild verkörperst du? Und Selbstbild meine ich nicht, was du mental für dich definierst. Wer bin ich? Was habe ich gelernt? Was habe ich für einen Beruf? Woher komme ich? Und so weiter. Sondern wer bist du wirklich? Ganz, ganz tief in deinem Herzen. Und diesen ganzen Aspekte, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aspekte, solltest du positiv befriedigen, neutralisieren, damit du wirklich dauerhaft glücklich bist. Wie schon gesagt, Dankbarkeit ist die Abwesenheit von Angst, ist eine Ausdrucksform der Liebe, ist absolut geil und wichtig, dass du glücklich bist. Aber auch bei dieser Dankbarkeit muss das nicht mentale Dankbarkeit sein, dass du dir sagst, ich bin dankbar, dass ich, keine Ahnung, die Luft zum Atmen habe. Wenn dem nicht ist, wenn du das nicht im Herzen fühlst, sondern diese Dankbarkeit muss tief aus deinem Herzen kommen. Gleich wie Leidenschaft und so weiter. Es wird so oft in Wirklichkeit geredet über
Aspekte der Liebe, wie Leidenschaft, Inspiration und so weiter, aber es wird nicht gefühlt. Und wenn du es nicht fühlst, dann ist es nicht das Aktivieren des freudvollen Zentrums in deinem Gehirn. Wenn dich interessiert, wie du wirklich glücklich sein kannst, wie du diese Bedürfnisse befriedigst, wie du das Ganze magst, dann kannst du dich gern bei mir melden, bei uns in der EEB-Akademie melden. Und ich kann dir das oder meine Partner, meine Partnerinnen, die in ganz Europa schon tätig sind, ganz motiviert tätig sind, können dich dabei unterstützen. Oder komm zu meiner Glückstour, komm zu meinen Vorträgen, komm zu meinen Events und dann wirst du ganz genau erfahren, wie du diese ganzen Bedürfnisse positiv befriedigen kannst. Und eines kann ich dir garantieren, du kannst dauerhaft glücklich sein, versprochen. Aber man muss halt wirklich den ganzen Blödsinn, was wir irgendwann in unser Unterbewusstsein reinbekommen haben, in unsere Persönlichkeitsstrukturen reinbekommen haben, neutralisieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like diese Folge, teile diese Folge und ich freue mich auch immer, wenn ich deine Meinung zu den verschiedenen Themen höre. Dein Wolfram Wertig. Mach's gut und vergiss nicht, halte deinen Fokus und sei glücklich.